Willkommen zum achten Bundesliga-Spieltag mit meinen Fußball-Bundesliga-Tipps. Ja, kommen wir zum Start und das kopiere ich erst einmal irgendwie. Na, lassen wir mal sein. Ich lese so vor hier. Ich habe es hier neben stehen. So, fangen wir an am Freitagabend, also morgen Abend, Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Dort steht mein Tipp für die Eintracht aus Frankfurt mit 2 zu 0. Ja, dann am Samstag endgültig dann Bayer 04 Leverkusen gegen Hannover 96. Dort steht mein Tipp einfach 2 zu 1. Der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund 1 zu 3. Hier geht auch mein Joker hin. Diesmal nicht auf den FC Bayern München, sondern einfach mal nach Stuttgart gegen den BVB. Also BVB gewinnt 3-1 in Stuttgart nach meiner Meinung. So wird auch deswegen auch mein Tipp. Der FC Augsburg hat mich bislang sehr überrascht in der Saison, hat gute Spiele abgeliefert, gegen Bayern natürlich ein super Spiel geliefert und auch gegen den BVB einen Schlagabtausch geliefert, den der BVB am Ende gewinnen konnte. Und ich würde sagen, der FC Augsburg gewinnt gegen Red Bull Leipzig mit 2 zu 1. Das ist also mein Tipp. Der VfL Wolfsburg gegen den zurzeit krisenden FC Bayern München. Ich sage einfach mal, der FC Bayern gewinnt mit 3 zu 0. Also mein Tipp genau, Wolfsburg gegen den FC Bayern 0 zu 3. Der erste FC Nürnberg, die Schießbudenfigur der Liga eigentlich. Ja, gegen Hoffenheim 0 zu 4. Mehr muss man da nicht sagen. Nürnberg kriegt 4 Tore eingeschenkt. Und Hoffenheim kann 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Der FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen. Dort sage ich einfach mal 3 zu 1 für die Königsblauen. Hertha BSC Berlin gegen den SC Freiburg. Ein Unentschieden 1 zu 1. Mehr traue ich da beiden Vereinen in diesem Fall nicht wirklich zu. Warum, weiß ich auch nicht. Es ist halt ein Sonntag, ne? Sonntag, da wird man gerne ein bisschen faul sein. Borussia Mönchengladbach im letzten Spiel gegen den FSV Mainz 05. Dort sage ich, die Gladbacher gewinnen das Spiel mit 3 zu 1. So ist auch mein Tipp. Ja, ganz klar. Und ich würde sagen, dass wir den Gladbach auch gewinnen. Mein Fazit, mein Ziel eigentlich mindestens 5 Punkte rauszuholen. Also 5 Punkte, das sollte schon drin sein. Ich hoffe, ich kann es schaffen. Ich glaube da nicht ganz so dran. Wenn ich mir letzten Spieltage angucke, das war nicht erfolgreich. Am 7. Spiel, da waren es nochmal 4 lächerliche Punkte. Am 6. Spieltag waren es nochmal 5 Punkte. Und am 5. Spieltag, das war sogar besser mit 12 Punkten. Also meine Punkte gehen schon in den Keller runter. Nicht sehr schön, aber ist auch relativ egal. Hauptsache, ich habe meinen Spaß dabei und habt ihr auch euren Spaß beim Tippen. Das ist besser. Ja, mal ganz kurz nochmal eben was zum Pokalturnier. Eigentlich weiter es ist, Vanessa Schlosser ist weiter, ist im Viertelfinale. David Goelz steht im Viertelfinale. Andreas Kirsch steht im Viertelfinale. Da kann es. Ja, eigentlich schon. Wenn alles gut läuft, er braucht nur einen Punkt, er ist durch. Dann steht er auch auf jeden Fall im Viertelfinale drinnen. Jannik Heinen ist noch nicht im Viertelfinale. Also, dass er 10 Punkte, Tim Walde und Ursula Severin, die Titelverteidigerin. Also, Tim Walde und der Titelverteidigerin haben 9 Punkte. Der Jannik Heinen hat 10 Punkte. Das ist noch richtig mal spannend. Gar keine Frage. So, ich mache das Video höchstens bis zu 5 Minuten oder 6 Minuten immer nur. Eventuell und dann mal schauen, was noch kommen kann. Ja. Ernest Götz, immer noch Rang 1 in der Gesamtwertung, aber nur ein Punkt vor Robin Riverscheid. Mal schauen, wie es da ausgehen wird. Bis bald. Ciao, oder? Ja. Und hinter mir ist meine Frau zu sehen.
Sieht sehr interessant aus, so in der Comicform, ne? Sieht aus wie so ein HB-Männchen. HB-Männchen. Ich sag Selbst. mal. Ich sag guten Abend. Und ich sag, Leute, wenn ihr jetzt das Video zu Ende geschaut habt, macht aus und macht eure Tipps. Wo immer sie machen wollt. Keine Spaß. Ich werde keinen erinnern, falls einer nicht vergessen hat. Wäre schön, wenn die bis heute da gekommen wären. So musste ich mir Samstag früh wahrscheinlich dann noch welche eintragen. Naja, in der Früh halt. Sehr Gott, sehr früh aufstehen, eintragen. Naja, okay. Leute, es gibt einen Tipp. Oben, wo das Datum steht, da steht immer die Uhrzeit, wann der Post reingegangen ist. Das ist nur so kleine Info. Bis bald. Ciao.